Welcome to Divine Ministry International Solution Center, where champions are being raised and destinies are being restored. At Divine Ministry International, the Word of God is inundated with signs and wonders and accurate prophecies. Our man of God, Prophet Austin Moses, was called into ministry over 2 decades ago as a prophet of God. This is your set time for change. God has a word for you, so sit back, be refreshed, empowered, and transformed by the Word of God from Prophet Austin Moses. God bless you. Today, heute, I will be teaching on the following subjects. Werde ich dieses Thema lernen? Obedience. Gehorsam. God has a chosen place for you. Gott hat einen speziellen oder erwählten Ort für dich. Faith. Über Glaube und ich predigen and through the prophetic eyes. Und durch die prophetischen Augen. Halleluja. Halleluja. So God be the glory. Zu Gott aller Ehre. But I will start today with God has a chosen place for you. Aber ich werde heute damit anfangen zu sprechen, Gott hat einen auserwählten Ort für dich. Let's go to the book of Exodus chapter 23. Beginnen in 2. Mose Kapitel 23. What did he say? Behold, I send an angel before you to keep you in the way and to bring you into the place which I have what? Prepared. Which means for every single one of us. Das heißt für jeden von uns. There is a special place where God has prepared for us. Es gibt einen speziellen Ort, wo Gott für uns vorbereitet hat. There is a particular place that God has prepared for us. Es gibt einen bestimmten Ort, wo Gott für uns vorbereitet hat. Hallelujah. Hallelujah. It is the place where God has prepared for you. Es ist ein Ort, wo Gott für dich vorbereitet hat. That He will manifest His glory in your life. Dass er seine Herrlichkeit in deinem Leben manifestieren wird. A place where God has prepared for you. Ein Ort, wo Gott für dich vorbereitet hat. There is no way that you can get there all alone by yourself. Es gibt gar keine Art, wie du dorthin ankommen kannst und selbst alleine. You know why? Wisst ihr warum? Because you did not prepare that place for by yourself. Denn du hast diesen Ort nicht selbst vorbereitet für dich. Hallelujah. Hallelujah. In a place where God has prepared for you. An einem Ort, wo Gott für dich vorbereitet hat. That is where He will always come to meet you. Das ist dort, wo er dich immer antreffen wird. Example. Zum Beispiel. He saw Prophet Elijah. Er hat Prophet Elia gesehen. To go and wait in the brook. Er sagt, er soll beim Brunnen warten gehen. That he will be sending the bird to feed him. Dass er diesen Vogel senden wird, um ihn zu ernähren. Prophet Elijah went according to the instruction of God. Und Prophet Elia ging nach dem Instruktion von Gott. And God continued to send the bird to feed him. Und Gott hat weiterhin diesen Vogel gesandt, um ihn zu ernähren. Halleluja. 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 Now listen to this. So hört mir zu. There are many people. Es gibt viele Leute. They have abandoned their God-chosen place for them. Sie haben den Ort, wo Gott ihnen da auserwählt hat, haben sie wirklich verlassen. Do you know there are many people? Es gibt viele Leute, who have left the church. Wo die Gemeinde verlassen haben. Why they were not supposed to leave the church? Wo sie eigentlich nicht die Gemeinde verlassen sollten. Praise the Lord. Preist den Herrn. Now listen to this. Du hört mir zu. I like this kind of a meeting. Ich liebe so eine Art von Treffen. Because it's a meeting where we impact people. Denn das ist ein Ort, wo wir den Leuten eingeben. To be who God have called them to be. Die Leute zu sein, wo Gott sie dazu gerufen hat, My zu sein. People are destroyed for lack of knowledge. Meine Leute sind vergehen durch Mangel an Weisheit und Erkenntnis. The people of God have come here to be impacted with the knowledge of God. Die Leute Gottes sind hier hingekommen und eingegeben werden durch die Erkenntnis Gottes. I'm working on a book. Ich arbeite an einem Buch. And I was being inspired by the power of the Holy Spirit. Und ich wurde inspiriert durch die Kraft des Heiligen Geistes. To write that book. Um dieses Buch zu schreiben. The Lord said to me. Der Herr sagte mir. Sometimes people leave the church. Manchmal verlassen die Leute die Gemeinde. They abandon their God-given assignment in a particular church. Und sie verlassen ihren gottgegebenen Auftrag in einer bestimmten Gemeinde. You know why? Wisst ihr warum? Because they are not close to God.
Denn sie sind nicht nahe bei Gott. The way they are supposed to be close to God. So wie sie eigentlich hätten, also so wie sie eigentlich nahe zu Gott sein müssen. I will explain to you. Ich werde es euch erklären. You might be surprised. Vielleicht seid ihr überrascht. That people might be in church. Dass die Leute in der Gemeinde sind. For many years. Für viele Jahre. But they have not visited the church website. Aber sie haben die Church-Webseite noch nie besucht. And they have been in that church for long. Und sie waren schon lange in dieser Gemeinde. Many will come to church. Viele werden in die Gemeinde kommen. They have no knowledge about their pastor. Sie haben gar kein Wissen über ihren Pastor. Many will be in the church. Viele werden in der Gemeinde sein. But they don't even know the vision of the church. Aber sie kennen nicht mal die Vision der Gemeinde. You hear that? Habt ihr das gehört? So when the pastor say, the Lord say we should go to Ghana. Und wenn der Pastor sagt, der Herr sagt, wir sollen nach Ghana gehen. Because you don't know the vision of the church. Weil du die Vision der Gemeinde nicht kennst. You say, why Ghana? Warum Ghana, so willst du sagen? Why am I going to Ghana to do? Was mache ich denn in Ghana? Why not another country? Warum nicht in einem anderen Land? Because they don't know the vision of the church. Weil sie die Vision der Gemeinde nicht kennen. Praise the Lord. Preis den Herrn. Listen to this. Bitte hör zu. You can only find fulfillment. You will only find fulfillment when you are in a place where God has placed you. Du kannst nur Erfüllung erfahren, wenn du an einem Ort bist, wo Gott dich da auserwählt hat. You can only manifest the purpose of God for your life. Du kannst nur die Zweck von Gottes erfahren in deinem Leben. When you are in a place where God himself has placed you. Oder daraus manifestieren, wenn du an einem Ort bist, wo Gott dich hingetan hat. It is not where you place yourself. Es ist nicht dort, wo du dich selbst hingestellt hast. There are some people in the church. Es gibt Leute in der Gemeinde. They are there because their friends are there. Sie sind dort, weil ihre Freunde dort sind. Not because their heart is there. Nicht weil ihr Herzen dort ist. But because I know. Weil ich weiß, if I go to church today, wenn ich heute in die Gemeinde gehe, I will meet my friend there. Werde ich dort meinen Freund antreffen. We can discuss together. Wir können zusammen diskutieren. But maybe that is not where God wanted them to be. Aber vielleicht ist nicht das die Ort, wo Gott möchte, dass sie sind. Pastor John did not just wake up one morning and say, "I'm coming to this city." Pastor John ist nicht einfach aufgewacht eines Morgens und hat gesagt, ich möchte in diese Stadt kommen. He came to this city because God said he should come to this city. Er kam in diese Stadt, weil Gott sagte, er sollte in diese Stadt kommen. And that is why we have all this today. Darum haben wir auch all diese Sachen heute. Because he is not here alone. Denn er ist nicht hier alleine. If you are in a place where God sent you to be, wenn du an einem Ort bist, wo Gott dich gesandt hat, you are not there alone. Dann bist du auch nicht alleine dort. He will be with you there. Er wird dort mit dir sein. But if you are in a place where God has not sent you to be, aber wenn du an einem Ort gehst, wo Gott dich nicht hingesandt hat, then you are on your own. Dann bist du alleine. Listen to this. Bitte hör zu. Breaking news. Eine Nachricht. If you are in a place where God has not placed you, eine wichtige Nachricht, wenn du an einem Ort bist, wo Gott dich nicht hingestellt hat, the breaking news there is this. Die wichtige Nachricht dort ist, heaven above you will be closed. Der Himmel über dich wird geschlossen sein. Heaven above you will be closed. Der Himmel über dich wird geschlossen sein. But where you are in a place where God has placed you, aber in einem Ort bist, wo Gott dich hingebracht hat, heaven above you will be open. Der Himmel über dich wird offen sein. Now, a man whose heaven is closed, für einen Menschen, wo sein Himmel zu ist, how will his prayer reach heaven? Wie wird auch sein Gebet zum Himmel ankommen? Praise the Lord. Preis den Herrn. I pray for you today. Ich bete für euch heute. After this meeting, nach diesem Gottesdienst, the Holy Spirit will reveal his purpose for your life to you. Der Heilige Geist wird deinen Ruf oder deinen Beruf oder den Zweck für dein Leben dich offenbaren oder dir offenbaren. In the name of Jesus Christ. Im Namen Jesu Christi. So when you are in a place where God have chosen for you, wenn du an einem Ort bist, wo Gott für dich auserwählt hat, God will give you a shepherd there. Dann wird der Gott auch dir dort eine Hirten geben. According to his whole heart. Gemäß seinem Herzen. Because he sends you there. Weil er dich dorthin sendet. Praise the Lord. Preis den Herrn. Hallelujah. Hallelujah. Listen to this. Bitte hört zu. God will never give you a shepherd. Gott wird dir niemals einen Hirten geben. Of your own heart. Von deinem, nach deinem eigenen Herzen. Nein. But he will give you a shepherd. Aber er wird dir einen Hirten geben. Of his God's own heart. Nach seinem eigenen Herzen. You know why? Wisst ihr warum? Because the hearts of God for you.
Denn der Herzen Gottes für dich is the plan of God for you. Ist der Plan Gottes für dich. He knows the plan he has for you in his heart. Er kennt die Pläne, wo er hat für dich in seinem Herzen. Praise the Lord. Preist den Herrn. So through that shepherd, und durch diesen Hirten, God will be revealing to you. Gott wird dir offenbaren, what he has in his heart for you as his plan. Was er hat in seinem Herzen für dich als sein Plan. Now listen to this. Bitte hör zu. You knowing where God is taking you to. Wenn du weißt, wo Gott dich hinnimmt. It's not enough for you to get there. Es ist nicht genug für dich, dort anzukommen. Many people know that they were called to be a businessman. Viele Leute wissen, dass sie gerufen sind, um ein Geschäftsmann zu but sein. They don't know how to become a businessman. Aber sie wissen nicht, wie sie zu einem Geschäftsmann werden. So therefore, und somit they are not a businessman. Sind sie nicht Geschäftsleute. So God will also reveal to that shepherd, und Gott wird auch diesem Hirten offenbaren, how to take you to where he planned to take you. Wie er dich dorthin bringen kann, wo er für dich geplant hat. And that is one of the reasons why we're having this meeting. Und darum haben wir auch diesen Treffen. To raise men and women, um Leute, Männer und Frauen aufzuheben, who will be on fire for God. Die auf Feuer sein werden für Gott. God spoke to me. Gott sprach zu mir. He said this to me. Er sagte mir das. He said the success of a man in ministry, der Erfolg eines Menschen oder eines Mannes im Dienst, is not the size of his church. Es ist nicht die Größe von seiner Gemeinde. It's not about how many people he can gather together to preach to. Es ist nicht die Leute, wo er zusammen versammeln kann, um zu ihnen zu predigen. The success of a man in ministry, der Erfolg für einen Menschen im Dienst, is to be able to raise a successor. Ist fähig sein, einen Nachkommen zu erheben oder who, aufzubauen. Who can do it better than him when he's gone? Der es besser tun kann als ihn, wenn er geht. There are so many men of God today, es gibt so viele Männer Gottes heute. That if they die today, dass wenn sie heute sterben, the ministry will die too. Wird auch der Dienst sterben oder die Gemeinde sterben. Because God's desire, denn Gottes Wunsch is for us to raise people, ist Leute aufzubauen, who can do it better than us. Die es besser tun können als wir. The areas that we cannot touch, die Gebiete, wo wir nicht berühren konnten, the level that we could not get to, und die Ebenen, wo wir nicht dort ankommen konnten. The people who can get beyond that level, Leute sollten über diesen Sachen kommen, and they also will be able to raise people, und dann werden sie auch nachher andere Leute aufbringen, who will do it beyond their own level too. Wo ihr über auch ihre Ebene tun. To be able to raise people who will do it better than us. Leute aufzubringen, wo es besser tun können, als wir es getan haben. That is the success of a man of God in ministry. Das ist der Erfolg von einem Mann Gottes im Dienst. Prophet Elijah. Prophet Elia. And Prophet Elisha. Und Prophet Elisa. The miracle that Prophet Elijah performed, die Wunder, wo Prophet Elia gemacht hat, were more than the one Prophet Elijah performed. Nein, die Wunder, wo Prophet Elisa gemacht haben, was mehr als das, wo Prophet Elia getan hat. But Prophet Elijah did not raise the successor. Aber Prophet Elisa hat keinen Nachkommen aufgebaut. He was to raise. He was to raise Gehazi. Er hatte eigentlich Gehazi aufbringen sollen. But because Prophet Elijah was not patient, he was a hot prophet. Aber weil Prophet Elisa eben kein geduldiger Prophet war. A prophet that bring instant judgments. Ein Prophet, der Gericht bringt, sofortiger Gericht bringt. He lay a curse on Gehazi. Er hat einen Fluch auf Gehazi gebracht. And Prophet Elijah died with that anointing. Und Prophet Elisa starb mit dieser Salbung. He didn't transfer it to anybody. Er hat es zu niemandem mehr transferiert. He died with it. Er starb mit dem. And that was the end of his ministry. Und das war der Ende seiner Dienste. If he had passed it on to other person, wenn es einem anderen Person weitergegeben hätte, he received double portion from his master. Er hat doppelte Portion von seinem Meister empfangen. If he had transferred triple portion to the next person, wenn er dreifachen Portion zu einer anderen Person transferiert hätte, and the next person also transferred four portion to other person, und der andere Person vier Portion davon zu einer anderen Person transferiert hätte, his ministry will have continued. Dann wäre sein Dienst weitergegangen. The reason why we are preaching the gospel today, der Grund, warum wir das Evangelium heute predigen, is because Jesus Christ transferred it to the disciples, weil Jesus Christus es zu den Jüngern transferiert hat, and they also transferred it to us. Und sie haben es uns weiter transferiert, praise the Lord, weitergegeben. Preis den Herrn. Hallelujah. Hallelujah. Such a meeting that we are having today. So eine Art vom Treffen, wo wir heute haben.
is not a meeting where we make people prophets. Es ist nicht ein Treffen, wo wir Leuten zu Propheten machen. You are not here because you want us to make you a prophet. Du bist nicht hier, weil du möchtest, dass wir aus dir einen Propheten machen. Because no man can make a man a prophet. Denn kein Mensch kann einen anderen Menschen zu einem Propheten machen. It's only God. Es ist nur Gott. A man can ordain a man a pastor. Ein Mensch kann einen anderen Menschen ordinieren als Pastor. Even if God have called you a prophet, auch wenn Gott dich als Propheten gerufen hat, and we ordain you, und wir dich ordinieren, we are complementing what God already settled in heaven. Wir tun einfach das anwenden, was Gott schon im Himmel schon etabliert hat. But the good news is this. Aber die gute Nachricht ist das. In this meeting, in diesem Treffen, you will find your own spiritual gift. Du wirst deine eigenen geistlichen Gaben finden. Your own spiritual gift, you will find it. Deine eigenen geistlichen Gaben wirst du finden. You will discover it. Du wirst es entdecken. You will no longer be going to bed in the night and sleep and wake up without dreaming. Du wirst nicht mehr ins Bett gehen und am Morgen aufwachen, ohne zu träumen. Praise the Lord. Preist den Herrn. Hallelujah. 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 What made Joseph a prime minister in a foreign country? Was der Joseph zu einem Premierminister gemacht hat in einem anderen Land? Was it because of the school he went? Ist es wegen der Schule, wo er ging? Was because of the ability to interpret dreams? Es war wegen der Fähigkeit, Träume auszulegen. The gift of a man will open doors for him. Die Gaben eines Menschen werden Türen für ihn aufmachen. That's what the Bible says. Das ist das, was die Bibel sagt. Hallelujah. Hallelujah. I am running too fast now. Let me come back home. Ich renne zu schnell. Jetzt komme ich wieder zurück nach Hause. Praise the Lord. Preist den Herrn. Praise the Lord. Preist den Herrn. Hallelujah. When you are in a place where God has placed you. Wenn du an einem Ort bist, wo Gott dich hingebracht hat, or a place where God have planted you, oder wenn du an einem Ort bist, wo Gott dich hineingepflanzt the hat, the shepherd of God, dann die Hirten Gottes, that God have placed above you, wo Gott über dich getan hat, will teach you about the wisdom and the knowledge of God, wird dich über die Erkenntnis und die Weisheit Gottes lehren. The knowledge and the wisdom of God. Die Erkenntnis und Weisheit Gottes. Of what God expects of you. Von dem, was Gott von dir erwartet. Will be revealed to you. Wird dir offenbart sein. How will that happen? Wie wird das geschehen? It's through mentorship. Es ist durch Mentorship. Listen to this. Hört zu. There are many people, they open their mouth. Es gibt viele Leute, die ihren Mund aufmachen. And say, that is my spiritual father. Und sagen, das ist mein geistlicher Vater. That person is my mentor. Dieser Person ist mein Mentor. Mentorship starts from the heart. Aber Mentorship beginnt vom Herzen. If I am your mentor, wenn ich dein Mentor bin, and you are not submissive to God's authority over me, und du bist dir nicht und du unterwirfst dir nicht die Autorität Gottes über mich, I will not be able to mentor you well. Dann kann ich dich auch nicht gut mentoren. That is why we must be submissive in the heart. Darum müssen wir wirklich uns unterordnen im Herzen. Not in the mouth. Nicht in dem Munde. Not only when we see the pastor. Nicht nur wenn wir den Pastor sehen. We do everything possible to please him. Und dann tun wir alles Mögliche, um ihm zu gefallen. But behind. Aber hinten durch. We are crucifying him. Kreuzigen wir ihn. And we call him our pastor. Und wir nennen ihn unser Pastor. It doesn't work that way. Das funktioniert nicht so. Any man or woman. Jeder Mann oder Frau, who claim to know everything, wo denken sie wissen alles, can never learn. Sie können niemals lernen. You can, for you to learn, damit du lernen kannst, you must be humble in heart. Dann musst du wirklich demütig sein im Herzen. Even if you know it, ach, wenn du es weißt, pretend as if you don't know it. Dann tu so, dass du es nicht weißt. Let your spirit be humble. Lass dein Herzen demütig sein. When you are in the presence of God, wenn du in Gegenwart Gottes bist, in a place where God has placed you, an einem Ort, wo Gott dich hingebracht and hat, you have a humble spirit, und du hast einen demütigen Geist, you will learn fast. Dann wirst du schnell lernen. Praise the Lord. Preist den Herrn. Now listen to this. Bitte hört zu. God will not take you to a place without a purpose. Gott wird dich nicht zu einem Ort nehmen ohne einen Zweck. If God has brought you to this church, wenn Gott dich in diese Gemeinde gebracht hat, there's a purpose for it. Dann gibt es einen Zweck dafür. Now listen to this. Jetzt hört zu. We are teaching. I love teaching. Wir lehren, my ministry is not just only to preach or to prophesy. I love teaching too. Mein Dienst ist nicht nur zu predigen und prophezeien. Nein, ich liebe das Lernen. God called me a prophet 1988. This is the 27th year as a prophet of God. God hat mich I have a lot to offer.
Gott hat mich 1988 als Propheten gerufen. Das ist mein 27. Jahr. Stimmt. 28. Jahr des Propheten. Also habe ich natürlich viel, wo ich euch offerieren kann. Praise the Lord. Preis den Herrn. God have not brought you here just because he want to heal you. Gott hat dich nicht nur hierhin gebracht, weil er dich nur heilen möchte. God have not brought you here just because he want to bless you. Gott hat dich nicht hierhin gebracht, weil er dich nur segnen möchte. Praise the Lord. Preis den Herrn. God brought you here. Gott brachte dich hier oder hat dich hier gebracht. Not for your own purpose. Nicht nur für deinen eigenen Zweck. But for his purpose. Aber für seinen Zweck. And his purpose. Und sein Zweck. Is for his kingdom. Ist das sein Königreich. To be preached around the world. Gepredigt wird in der ganzen Welt. His purpose. Sein Grund. Is for you to be equipped. Dass du wirklich ausgerüstet bist. With the anointing from heaven. Mit der Salbung vom Himmel. So you can go out there. Damit du da rausgehen kannst. And preach the gospel. Und das Evangelium zu predigen. Praise the Lord. Preis den Herrn. The Bible says something, man of God. Meine Bibel sagt etwas, Mann Gottes. And I want you here to also help me. Und ich möchte, dass ihr mir hier alle hilft. He said. Er sagte. This sign. Diese Zeichen. Shall I do what? Werden was tun? Who? Werden wen folgen? Those who? Welche den? They will do what? They will do wonders. They will cast out demons, heal the sick, right? He didn't say this sign will follow pastors. Also diese Zeichen werden Menschen folgen, die glauben. Sie werden Zeichen und Wunder vollbringen. Es sagt nicht, es werden die Pastoren begleiten. He didn't say this sign will follow only the prophets. Er hat nicht gesagt, diese Zeichen werden nur die Propheten befolgen. We say those that believe. Es sagt die, die glauben. Do you believe? Glaubst du? You believe in him? Glaubst du an If ihn? If you believe him, let me see your hands up. Wenn du an ihn glaubst, dann strecke deine Hände yourself. Hoch. Klatsch für euch selbst. Now my question is this. Meine Frage ist jetzt das. It's not me that it's you that say you believe. Oh. Du hast jetzt gesagt, dass du glaubst. So that brought me to ask you this question now. Also bringt es mich, dir diese Frage zu stellen. How many sick people have you prayed for and received their healing? Für wie viele Leute hast du gebetet, die krank waren und ihre Heilung empfangen haben? How many demons have you casted out? Wie viele Dämonen hast du ausgetrieben? These signs shall follow those that believe. Diese Zeichen sollen denen folgen, wo glauben. So which means? Das heißt, you have to query your belief today. Du musst wirklich deine Glauben in Frage stellen. You have to go on your knees in your home today and query your belief in God. Du musst nach Hause gehen auf deine Knie und wirklich diese deine Frage, deine Glauben in Frage stellen. He said, these signs shall follow those that believe. Es sagt, diese Zeichen sollen folgen, die glauben. If he had said this sign will follow pastors. Wenn er sagte, diese Zeichen werden Pastoren folgen. You say, well, thank God, I'm not a pastor. Dann sagst du, oh, danke Gott, ich bin nicht ein Pastor. But it simply says those that believe. Aber es sagt in Bibel, die glauben. Praise the Lord. Preis den Herrn. That is the level that God wants us to be operating at. Das ist die Ebene, wo Gott möchte, dass wir darin operieren. We are not supposed to be running away from the enemy. Wir sollten eigentlich nicht vom Feind wegrennen. The enemy is supposed to see us and run away. Eigentlich sollte der Feind uns sehen und von uns wegrennen. When you carry that anointing, wenn du diese Salbung trägst, it becomes a signal. Dann wird es zu einem Signal. They smell you when you are coming. Dann riechen sie dich, wenn du you kommst. You become a dangerous human being to them. Dann wirst du zu einem gefährlichen Menschen für sie when sein. When they smell you are coming, wenn sie riechen, dass du da kommst, they will change their own path. Dann werden sie ihre Wege ändern. It is possible. Es ist möglich. That is the level where God wants us to operate. Das ist die Ebene, wo Gott möchte, dass wir darin wirken oder arbeiten. That you will be in your room. Dass du in deinem Ort sein wirst. In your house. In deinem Haus. People will be plotting evil against you. Die Leute werden Böses gegen dich werfen. And God will be revealing to you. Aber Gott wird dir das offenbaren. It is possible. Es ist möglich. Can I tell you this? Ich möchte euch sagen. The good news about the power of God is this. Die gute Nachricht über die Kraft Gottes ist dies. You do not need money to buy it. Du brauchst nicht Geld, um das zu kaufen. So you can say, oh, I didn't have it because I'm poor. Du kannst damit nicht sagen, oh, ich hatte es nicht, weil ich arm war. It is available. Es ist da verfügbar. And in this meeting of today, und in diesem Treffen von heute, God will make it available unto you. Gottes Gunst wird über dich kommen. In the name of Jesus Christ. Im Namen Jesu. I say, God will make it available unto you. Gott wird es dir verfügbar machen. In the name of Jesus Christ. Im Namen Jesu. That when you leave here today, dass wenn du hier verlässt heute, you will not leave here the same way you came in. Dann wirst du auch nicht gleich rausgehen, wie du gekommen bist. In the name of Jesus Christ. Im Namen Jesu.
If you are a member of this church, wenn du ein Mitglied dieser Gemeinde bist, even if you are not a member of this church, auch wenn du nicht ein Mitglied dieser Gemeinde but you are a Christian, bist, aber du bist ein Christ, you are under the sound of my voice this minute. Du bist jetzt unter der Stimme meines, du bist jetzt unter meiner Stimme in dieser Minute. And you have not known the reason why God took you to wherever God has placed you. Und du weißt nicht, warum Gott dich an diesem Ort gebracht hat. Du kennst nicht den Ort, wo Gott dich gebracht hat oder bringen möchte. You must tell God to reveal it to you. Da musst du Gott sagen, bitte offenbar mir diesen Ort. Man of God. Mann Gottes. There are many people who are doing the work of God. Es gibt viele Leute, Mann Gottes, wo die Werke Gottes tun. How many of you believe that it is good to do the work of God? Wie viele von euch glauben, dass es gut ist, die Werke Gottes zu tun? Where you are in a church, it's good to get involved. Wenn du eine Gemeinde bist, ist God. Es gut, in den Dienen oder in den Werken Gottes sich zu involvieren. I have a bot there. Aber ich habe dort ein wenn. Yeah. Ah, there, yes, a comma there. Dort ist ein Komma. It is better to do the will of God. Es ist besser, den Willen Gottes zu tun. Than to do the work of God. Als die Werke Gottes zu tun. There's a difference between the will of God and the work of God. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Willen Gottes und der Arbeit von Gott. I will explain. Ich werde es erklären. There are many people. Es gibt viele Leute, who are called to be street evangelists. Die gerufen werden, Straßenevangelisation zu machen. But they are fighting the pastor because of the pulpit in the church. Aber sie kämpfen mit dem Pastor wegen der Pulpit in der Gemeinde, also wegen das in der Gemeinde. Pastor have refused to allow me to preach. Pastor hat sich verweigert, dass ich predige. Preaching in the church is the work of God, right? Predigen in Gemeinde ist eine Arbeit Gottes, oder? Street evangelist is evangelism is also the work of God. Und auf die Straße zu gehen zu evangelisieren ist auch eine Arbeit von Gott. But between the two of them, aber zwischen den zwei, there is a particular will of God for that person. Es gibt einen bestimmten Willen für diesen Person. Many people are doing the work of God, but not a will. Viele tun den Arbeit Gottes, aber nicht den Willen Gottes. I am here not because I'm doing the work of God, but because I'm doing His will for my life. Ich bin hier, weil ich nicht die Arbeit Gottes tue, sondern den Willen von Gott in meinem Leben. So in this meeting, und in diesem Treffen, the revelation to know the will of God for your life. Die Offenbarung, den Willen Gottes zu erkennen in deinem Leben. God will reveal it to you in Jesus' name. Gott wird es dir offenbaren im Namen Jesu. I said, God will reveal it to you. Ich sagte, Gott wird es dir offenbaren. And for those of you watching at home, und für den, die zu Hause zuschauen, if you have been in the wilderness for many years, wenn du in der Wüste warst für viele Jahre, you don't even know the plan of God for your life. Du kennst nicht mal den Plan Gottes für deinem Leben. As you are listening to me now, so wie du jetzt mir zuhörst, the anointing of God, die Salbung Gottes, will rest upon you, wird auf dich ruhen, and you will know His will for your life. Und du wirst seinen Willen erkennen in the name of Jesus Christ. Im Namen Jesu. Because until you know the will of God for your life, bis du den Willen Gottes erkennst für dein Leben, and you begin to manifest the will of God for your life, und das manifestierst, you will never find fulfillment in life. Dann wirst du niemals die Erfüllung finden im Leben. You will still be finding that something is missing somewhere. Wirst du immer spüren, dass irgendwo etwas misst. Today, heute, I pray for you. Ich bete für dich. The anointing to do the will of God. Die Salbung, den Willen Gottes zu tun. Let God release upon you. Möge Gott es auf dich freisetzen. In the name of Jesus Christ. Im Namen Jesu. So that, damit, you will not be out of what God has planned for you. Damit du nicht aus dem herausgehst, wo Gott für dich geplant hat. In that place. An diesem Ort. Let us be on our feet. Lass uns bitte aufstehen. We hope you have been blessed by this message by Prophet Austin Moses. Why not consider being a partner? To partner with us, please call 0208 090 4456 or visit divineministriesinternational.org.